So Leute, wir sind wieder dabei, Let's Play Pokémon Platin. Und wir sind hier auf einer Surfroute. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Schutz drin? Ich mach vorsichtshalber mal einen an. Okay, der wirkt noch. Passt, passt, passt. So, ich will hier aber zuerst mal den unteren Weg hier fertig machen. Gegen die zwei haben wir. Yep, haben wir. Okay, da muss ich sowieso kurz an Land. Den haben wir auch schon, passt. Da sind wir schon auf der nächsten Route. Und hier haben wir noch eine Trainerin, passt. Okay. Ich meine, ich habe Chris vorne gesehen, als ich vorhin kurz nachgeschaut habe, und der ist Level 41, das passt mir ganz gut. Und fast Level 42, das ist noch besser, weil ich will den unbedingt auf Level 42 haben. Grund, der lernt dann Knirscher und ich muss ihm endlich diesen Ladevorgang wegmachen. So, das sollte genug XP geben. Da kommt der Knirscher und ja, wir verlernen den Ladevorgang. So. Von Chris werden wir in der Folge wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sehen. Der ist jetzt zwei Level wieder voraus. So. Hier kommen wir, glaube ich, auf die obere. So, den haben wir auch noch nicht. Okay. Machen wir hier gleich weiter. Ja, klasse. Da hätte ich jetzt Chris wieder super brauchen können. Okay, da gehen wir trotzdem mit dem Rasierblatt dran. Ich meine nicht, dass Pelipper irgendwelche speziellen Flugattacken per Level-Up lernt und... Oh, wir machen sowieso einen Volltreffer. Ein Gastrodon, okay, da bleibst du jetzt aber auf jeden Fall drin, mein Kleiner. Und da haben wir so eine wunderschöne Doppelschwäche gegen Pflanzenattacken. Eines der wenigen Wasser-Boden-Pokémon, die es gibt. Wobei, so wenige sind es mittlerweile ja gar nicht mehr. Ich meine, wenn man mal durchzählt, wir haben Morlord, wir haben Sumpex, wir haben Velsa, Gastrodon und Branavarz. Und gelegentlich noch ein paar deren von deren Vorentwicklungen. So. Okay, hier waren wir schon. Okay, das ist ja noch der mittlere Weg hier. Stimmt, da war ja auch noch was. Die Route hat ja drei Wege. Naja. Machen wir hier halt auch erstmal fertig. Ein Bojelin. So. Ja, komm, Agilität, ja, das bringt dir sehr viel. Du warst vorher schon schneller. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Runde verschwendet. Eigentlich schade, dass Wendigo seine beste Attacke erst so spät lernt, dass wir sie in diesem Let's Play wahrscheinlich gar nicht mehr sehen werden. Also es sei denn, wir haben wirklich... Wir kriegen wirklich noch extrem viel XP für das ganze Zeug. Ich meine nicht, dass wir noch über Level 70 drüber kommen. Wupan lasse ich hier lieber mal außen vor. Ich weiß nicht, wie gut er sich hier mit Kampfattacken durchprügeln kann. Nahkampf kann da zwar so einiges anrichten, aber ja, gerade gegen sowas wie Tentoxa hat er dann wieder die Arschkarte. Bei Nico hingegen haben wir hier noch einen Schaufler. Auch wenn ich nicht weiß, wie ein Schaufler auf dem Wasser funktioniert, aber das sei mal dahingestellt. Wir hinterfragen das Ganze jetzt einmal mal nicht.
So, das sollte ein Level-Up sein. Yep. Okay, wieder 3 Verteidigung und 2 Angriff dazu. Das passt doch super. So. Ich packe jetzt Wupan trotzdem mal kurz nach vorne. Wenn wirklich, kann ich ihn ja auswechseln. So, hier haben wir Route 221. Und dort vorne können wir dann mal ganz kurz oben nochmal zurückschwimmen. Und schauen, ob wir da noch ein paar Trainer vergessen haben. Okay, ein Remoraid. Du wirst verprügelt. So. Und da gibt es wieder ein bisschen Heilung. Und ein Level-Up. Faszinierend, dass bei dem beide Angriffswerte wirklich ungefähr gleich groß sind. Ein Bojelin. Okay, lassen wir mal unseren Nick machen. Ich meine, Koto hat den jetzt schon eingesetzt. Der ist ja schließlich ein Level höher, als ich ihm überlassen habe. Ah ja, und der hat ihn auch schon ordentlich benutzt. Die Aurasphäre hat einiges an AP eingebüßt. Da fehlen schon 7. Ich habe unserem Nick übrigens eine Fausttafel zu tragen gegeben, damit seine Kampfattacken nochmal 20% mehr Schaden machen. So. Neo darf auch nochmal. Das Item da hole ich mir nachher. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Hey, ich will gegen dich kämpfen. Ah. Okay, hier war man dann wirklich schon durch. Ging ja diesmal erstaunlich schnell. Und hier mal ein Protein. Das ist ein Angler, oder? Na dann. Der Angler Dieter. Mit einem Finion. Ja gut, dass wir hier noch einen Knirscher drauf haben. Ich müsste bei ihm eigentlich ernsthaft mal wieder die Attacken umstellen. Aber gut, Knirscher habe ich ja hier auch über Furchttafel verstärkt. Das macht ja ordentlich Attacken 20% mehr, womit der Knirscher ja auch schon auf eine Stärke von 116, glaube ich, waren das. Ja, von 80 sind 20%. Ah ne, 96, okay. 96, jetzt, wie kommen wir jetzt auf 116? Hirnaussetzer. Dabei ist es jetzt schon gar nicht mehr morgens. Ich habe nämlich die letzte Folge erst heute Morgen aufgenommen. Koto war ausnahmsweise mal schnell mit dem Aufnehmen. Ich hab's jetzt schon fast bereut, dass ich auf die Wasserdüse gedrückt habe, weil mir gerade wieder eingefallen ist, scheiße, das Viech kann noch Sturmsog haben. Aber gut. Hatte es anscheinend Wassertempo. Hier haben wir einen Hyperball. So. Hier müsste irgendwo eine TM rumliegen. Ein Scheuchrauch, okay. Dann den nächsten Schutz bitte. Was kann man denn hier? Okay. Da haben wir ja nicht wirklich Glück gehabt mit der Nummer heute, weil auf Level 99 habe ich hier definitiv nichts. Schauen wir mal, was wir da unten finden. Das sind ein paar Bären auf jeden Fall und eine Astrainerin.
Astrainer Franziska mit einem Kino. So, dann wollen wir unser Glück mit dem Blizzard mal wieder probieren. Komm, probieren wir einfach. Und der trifft sogar. Jetzt werden wir mal hoffen, dass die nicht nur Pflanzen-Pokémon hat. Ein Azumarill. Okay, das hat nur einen Wassertyp bis dahin. Vegetarier kann es auch noch nicht haben. Dann machen wir das einmal mit Wendigo. Kleines Rasierblatt, vielleicht ein zweites, weil Azumarill ziemlich bulky ist. Aber dann sollte es auch schon gewesen sein. Oder wir machen einfach einen Volltreffer. Was mit Rasierblatt ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil wir da eine 12,5%ige Volltrefferquote haben. Wenn wir die Volltrefferquote nochmal erhöhen würden, wären wir bei 25%. Über eine Scopelins oder sowas mit einem Energiefokus würden wir plus 2 kriegen. Dann wären wir hier auf 33. Scopelins plus Energiefokus wären wir dann bei 50%. So hat das zumindest in der vierten Generation noch funktioniert. Ein Schlabohr kommt. Ja, komm. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, Nick wieder rauszuholen. Oder Sir Nicholas, wie ich ihn ja eigentlich genannt habe. Aber das passt ja nicht in die Namendingens rein. Habe ja hier maximal 10 Zeichen. Hier mal die ganzen Bären. Neu anpflanzen bringt es ja wie gesagt nicht. Das Ganze hier ist nur ein Playthrough. Und da haben wir die Kreuzschere. Genau, die wollte ich hier noch haben. Mir tut es jetzt zwar leid für die Synthese, die ich dafür wegmachen muss, aber mir ist ein bisschen mehr Coverage hier doch definitiv lieber. Heilen können wir zur Not auch über Kumo-Milch. Davon hat Koto ja mehr als genug gekauft. Wieder eine verbaut, eine TM. Hier haben wir noch einen Astrainer. Wen habe ich gerade noch vorne? Neo. Ich packe Wooper mal wieder nach vorne. Der wird zwar in der nächsten Arena eigentlich noch mehr als genug Action haben, aber was soll's. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, haben wir Fiona oder haben wir das VM-Opfer dabei? Ja, ein Staraptor. Natürlich kommt das genau jetzt. Die einzige Chance, das zu besiegen, ist ja eigentlich ein Feuersturm, wenn er trifft. Mit verringertem Angriff braucht man hier sonst nicht wirklich ran. Und das sollten die letzten paar KP wieder aufs Maximum sein. Ein Girafarik. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Neo, komm du mal raus. Da haben wir was Schönes, was wieder geknirscht werden will. Sogar ein Volltreffer. Ich meine, der war nicht nötig. Hier können wir noch nicht hin, das ist der Park der Freude. Hier können wir sowieso nichts machen, weil wir keine Pokémon von der dritten Generation auf die vierte hier übertragen können. So. Den da machen wir jetzt noch fertig. Er hat einen Togetic.
ist hier noch Normalflug und noch keine Fee. Aber ich mache trotzdem Feuersturm. Okay. Antikraft, die trifft neutral, aber bitte keine Werterhöhung. Das kann ich jetzt definitiv nicht brauchen. So, zweimal hintereinander daneben. Komm schon. 85er Attacken mögen mich doch normalerweise. Ist übrigens kein Scherz. Mit 85er Attacken treffe ich im Normalfall häufiger als mit 95ern. Der überlebt es sogar. Na gut, Togetic hält ein bisschen was aus. Gerade auf der Spätzdef hat das Viech ordentlich was drauf. Wobei es auf der physischen Def auch noch eine Menge hat. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Yep. Hier waren wir schon. Wir haben 400 dabei, das ist sehr schön. Jetzt machen wir einfach mal in Fleetburg weiter. Ich fange jetzt noch die Arena an. Fertig kriegen werde ich die nicht mehr. Den 6. Orden lasse ich dann auch mal dem werten Kollegen. Nachdem ich die ersten 4 ja schon gemacht habe, soll er mal schauen, dass er die letzten 4 irgendwie hinkriegt. Auch wenn es sich den 5. irgendwie so leicht ermogelt hat. Aber ich bin jetzt nicht mehr so scharf auf die Orden. Ich hatte 4 Arena-Kämpfe. So. Hier wird Wupan sich wirklich austoben können, weil das ist die Stahl-Arena. Wobei ich auch meine, dass Neo hier auch ein bisschen Spaß haben wird, weil ein Haufen Stahl-Pokémon entweder einen Gestein oder im Fall von Stalus auch einen Bodentyp haben. Okay, wir haben ein Stalus, das machen wir mit einem Feuersturm, weil Stalus ist in der physischen Verteidigung ein bisschen zu brutal, als dass ich da draufhauen wollen würde. Das Ding hat eine Verteidigungsbasis von 200. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, das ist mehr als ein Mega Mewtwo Y Spezialangriff hat. Der kommt mit seinem Spezialangriffswert auf 194. Also nur damit ihr hier mal so einen kleinen Vergleichswert habt, wie viel 200 Verteidigung sein können. In der Spezialverteidigung ist Stalus dagegen, naja, mittelmäßig, eher unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich würde ich hier noch eher anbringen als mittelmäßig. Und gegen einen Magnetilo hat Wupan freie Attackenauswahl, egal was man macht, es ist sehr effektiv. Gegen Stalus zwar auch, aber gegen Stalus ist halt noch die Sache da, lieber eine spezielle Attacke benutzen als eine physische. So, wo geht's hier nochmal nach oben? War das hier oder... Ja, habe ich gleich den richtigen erwischt. Ja. Wupan darf jetzt erstmal vorn bleiben. Soll er sich ruhig ein bisschen austoben hier. Gegen den Arena-Leiter wird es eh nicht schlecht sein, wenn der ein bisschen überlevelt ist. Oha! Gefundenes Fressen. Das wird ein One-Hit. Xerox schon nur eine einzige Schwäche, aber das ist eine doppelte. So, Level 41. Das hat ganz schön viel XP gegeben. Gut, ist schließlich ein Xerox. Also wenn ich bis 25 Minuten beim Arenaleiter bin, dann mache ich ihn noch. Ich bezweifle aber, dass ich das so schnell schaffe. Hier war nix, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen, nachdem der doch schon davor steht. Arbeiter Eduard. Oh nein, es ist Eduard Laser. Aber das ist unmöglich.
Gut, dass Neo auch ziemlich gut mit Magnetilus klarkommt. So, und Level 41. Da haben wir den Eduard Laser besiegt. Aber das ist unmöglich! Nick darf jetzt mal nach vorne. Der wird hier auch guten Job leisten. Ich meine, der hat schließlich seine speziellen Kampfattacken. Ja, das kriegt er relativ leicht kaputt. Eine kleine Aurasphäre. Und dann sollte es das mit dem Stalas gewesen sein. Ich mag Aurasphäre. So eine schöne Attacke. Und in Gen 4 auch noch mit Stärke 90. Was ich persönlich sehr, sehr gern mag. Wir können unser Lucario auch in der nächsten Arena übrigens super gebrauchen. Weil er mit beiden seinen Typen einen Vorteil gegen die nächste Arena hat. Ja, die nächste Arena ist Eis. Der Stahltyp war bis Gen 5 leider nur defensiv irgendwie brauchbar, weil die einzigen Typen, die er sehr effektiv getroffen hat, waren Gestein und Eis. Und das Problem bei denen war halt wirklich, dass das zwei Typen sind, die schon im Fall von Eis 3 weitere Schwächen und im Fall von Gestein 4 weitere Schwächen hatten. Folglich war Stahltyp offensiv zu spielen eigentlich, ja. Seitdem es noch diese tollen Feentypen gibt, haben wir da wieder ein bisschen mehr. Also wenn ich den jetzt noch, das ist glaube ich der letzte Trainer, wenn ich den jetzt noch kriege, bevor wir über 25 Minuten sind, dann mache ich einen Adam noch. Ein Bronzel. Ja, da sind wir doch mit ziemlicher Sicherheit bei einem, das Schwebe hat, oder? Ja. Und da Stahl-Pokémon hier noch eine Unlichtresistenz haben, trifft die Finsteraura auch nur neutral. Aber gut, die Aurasphäre reicht ja zum One-Hitten. Und das, obwohl Bronzel eigentlich ziemlich gute Defensivwerte hat. Bronzel hatte hier nur genau zwei Schwächen. Feuer und Boden. Und welche von den beiden... Und es hatte immer nur eine davon. Weil entweder hatte es den Hitzeschutz, dass es nur halben Schaden von Feuerattacken kriegt. Oder es hatte die Fähigkeit Schwebe, womit es keinen Schaden von Bodenattacken kriegt. Man musste immer raten, was man da genau vor sich hatte. Und im Zweifelsfall hat man mit Feuer angegriffen, weil die zumindest überhaupt Schaden gemacht haben. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher, weil Bronzel und Bronzong ja jetzt auch die Unlicht- und Geistschwäche haben. Oh nee, nicht Konfusstrahl, bitte. Komm, mach's schnell. Bitte, nicht selbst hauen. Ach komm schon, Nick. Du bist doch unser Sir Nicholas. Komm, eine Finsteraura und dann haben wir's. Sehr schön. Und dann haben wir die Francesca auch besiegt. Ja, ich bin bei 24 Minuten. Ich würde sagen, wollen wir mal, ne? Den packe ich jetzt noch an. Einen Supertrank für Nick. Als wenn ich wüsste, womit er anfängt. Ja, egal, Nick kann gar nicht so falsch sein. Adam ist übrigens, wie man hier vielleicht ein bisschen gelesen hat, der Vater von Veit, also dem ersten Arenaleiter aus der Sinnoh-Region. Und er hat eine Schaufel. Ach, Magneton kommt zuerst. Ja, da haben wir ja wieder Jackpot. Weil ich habe dem Nick ja zum Glück das Erdbeben beigebracht. Ich glaube, ich räume die ganze Arena jetzt mit Nick auf. Also den Arenaleiter.
So, ein Stalos. Ja, da bleiben wir doch auf jeden Fall drin. Wir haben doch da noch so eine wunderschöne Aurasphäre. Das ist ja, finde ich, das Schöne an einem Lucario. Man kann sowohl physisch als auch speziell angreifen. Der hat in beiden Angriffswerten hat der richtig gute Werte. Im Spezialangriff ist er ein bisschen höher, aber unser Lucario hat ein Angriffspluswesen für minus Death. So, und jetzt lernen wir noch Nahkampf. Dafür schmeiße ich den Ruckzuck-Hieb raus. Brauchen wir ja nicht unbedingt. Dann haben wir jetzt zwar zwei Kampfattacken im Set, aber es ist ja auch egal. Nahkampf dann für die richtig heftigen Sachen. So, Bolterus, du hast ebenfalls eine doppelte Kampfschwäche. Allerdings, es ist in der Spezialverteidigung ein bisschen schwächer als in der physischen. Naja, es ist minimal. Die Spezialverteidigung ist irgendwo knapp über 130 und die Verteidigung knapp über 150. Also es macht nicht wirklich viel Unterschied, ob man hier jetzt physisch oder speziell draufhaut. Mit einer Kampfattacke haut man es auf jeden Fall ziemlich leicht um. Und wir haben Adam besiegt. So. Dann haben wir jetzt den Minenorden und... ja... die hier bringe ich unserem Nick auf jeden Fall auch noch bei. Das ist, wobei, will ich das jetzt eigentlich? Das ist jetzt die Frage, weil zum einen wäre es eine nette Step-Attacke für ihn noch. Die andere Frage ist, was verlerne ich ihm dafür? Finsteraura will ich ihm eigentlich nicht verlernen. Nahkampf und Aurasphäre sind beide super Attacken und Erdbeben ist blöd, wenn ich ihm die verlernen würde. Es war eine TM. Brauchen wir einen Nahkampf? Er hat zwar dann drei spezielle Attacken, aber das macht ja nichts. Mit der einen physischen kann er immer noch was anfangen. Komm. Scheiß auf den Nahkampf, wir haben, wenn wirklich noch Wupan, wenn es um die physischen Club-Aktivitäten geht. Soll unser Lucario ein bisschen speziell ausgelegt sein. So. Ich gehe jetzt noch aus der Arena raus, beziehungsweise... ich stelle Kuto jetzt einmal mal hier hin und lasse ihn hier raus. Wenn ich vor die Arena gehe, kommt nämlich wieder Story-Event und wenn ich da jetzt reinplatze, dann weiß er wieder nicht, wo es lang geht. Außerdem ist es erstmal ewiges Gequatsche. Und bis ich da wieder rauskomme, dauert's. Wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!